Willkommen zurück zu Starfield. Ich bin der Firobo und wir haben letztes Mal die Prüfung und die Halle abgeschlossen, was uns extra Punkte eingebracht hat, scheinbar, vor allem auch durch die Halle. Wir folgen jetzt unserem Vanguard-Kollegen hier und legen den Eid ab. Und dann dürfen wir eine Probemission machen und dann kriegen wir in 5 Jahren unsere Staatsbürgerschaft, wie es scheint. Eieiei. Kann ich einfach einen Kopf schießen? Ich hab so eine schöne Waffe auf dem Rücken. Wollte ich nur testen. Okay. Wir sollten das irgendwo machen, wo man den Himmel sieht. Und jetzt heb deine rechte Hand. Das Motto der Vanguard lautet Supra et Ultra. Jenseits und erhaben. Dort dienen wir. Jenseits der entferntesten Bereiche des UC-Militärs und mit Ehre und Pflichtgefühl über jeden Tadel erhaben. Schwörst du, die Bürger der United Colonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen? Ja, ich schwöre. Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung, bei allen Einsätzen als Mitglied der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ja, ich schwöre. Dann möchte ich der Erste sein, der dich bei der UC Vanguard willkommen heißt. Dankeschön. Jetzt bleibt nur noch, dich auf die Probemission zu schicken. Hier habe ich eine Comm-Systemreparatur. Eine Gruppe will eine alte Aufbereitungsanlage aus dem Koloniekrieg auf Tau CT2 instand setzen. Leider ist die Kommunikation ausgefallen. Der Ort ist ziemlich abgelegen. Daher wollen die Oberen, dass ein Vanguard das Reparaturkit liefert und für die Sicherheit aller Anwesenden sorgt. Also, können die Leute dort auf dich zählen? Natürlich. Das gefällt mir. Begib dich zum Raumhafen und sprich mit Crew Chief Ferrath. Von ihm erhältst du das Reparaturkit und das Willkommenskit für neue Rekruten. Das Willkommenskit, oh. Und deinen Vorschuss. Gib da draußen dein Bestes. Supra et Ultra. 9600 Credits. Jawohl, Sir. Ja, ich werde mich hoffentlich gut anstellen. Jo. Vanguard sein, das kommt man nie im einen. Aber ich interessiere vor allem die Staatsbürgerschaft gerade eben, ne? Ich hätte gerne mein eigenes Heim. Hätte ich das gerne direkt in der Nähe vom Raum auf, dann kann ich einfach Sachen direkt hin und her transportieren und verkaufen und so weiter. Ach ja. Okay. Es regnet mal. Ist aber irgendwo anders, oder? Oh. Erstmal gewusst, dass hier die Gleisscheibe mich aufhalten soll. Aha. Hat sie aber nicht getan. Verzeihung. Okay. Hallo. Hi. So, es soll da rüber. Zu einem Schiff. Okay. Muss ich in meinem eigenen fliegen oder was? Erstaunlich, dass sie es überhaupt zurückgeschafft hat. Hol es rein, reparier es und sag ihr, dass wir es schnellstmöglich wieder einsatzbereit machen. Jawohl. Jawohl. Dann bist du unser neuer Pilot auf Probe. Crew Chief Ferrath. Auf gute Zusammenarbeit. Ich sorge dafür, dass ihr Raketenjockeys auf alles vorbereitet seid, was euch da draußen erwartet. Also, laut Ladeliste statten wir dich mit einem Comm-Reparaturkit aus. Neben dem Standard-Willkommenskit, das alle Probepiloten für ihre erste Mission bekommen. Medipacks, Kleinfeuerwaffen, Schiffsteile, die Grundausstattung, falls es da oben Überraschungen gibt. Meine Leute verladen vor deinem Start alles. Du wirst nicht mal mitkriegen, dass wir da waren. Cool. Du stattest also dem malerischen Tau CT2 einen Besuch ab. Ein einfacher erster Auftrag. Halt die Augen auf, dann kommst du auch sicher wieder zurück. Will ich doch hoffen. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nein, Sir, ich bin bereit. Na dann mal los. Lass uns in einem guten Licht dastehen. Okay, und jetzt darf ich wieder zu meinem Schiff laufen. Jo, hui, hui, hui. Ja!
Deutsche Feier repariert. Ich war in voll. Bin, ja, ich hab die Schiffsteile noch dabei, stimmt ja. Die ich an mein Schiff bringen wollte. Ui! Ui! So, gehen wir mal an Bord. What's amazing? So. Was ist das hier? Okay. Brauchst du meine Hilfe? Nö, ich bin hier gerade auf einmal einbetten. Ja, alle Mann, ist ein bisschen wenig, oder? So, Transfer. Ja, mein Schiff ist relativ voll. Was ist halt so? Nehmen wir uns den Balken da. Das ist okay. Aber hier habe ich schon noch. Ne, was wissen das? Wo sind denn meine. Hä? Ah, doch, da Schiffsteile. So. So, du hast noch die ganzen Sachen dabei. Sollst du nicht irgendwie noch was für mich haben? Komparatur-Kits, okay. Und wo sind meine Kits? Na, ja, dann haben wir jetzt auf die neue Waffen dazu gekriegt. Könnte das sein? Hm, I don't see it. Na gut, egal. Wir haben eine Mission. Die werden wir jetzt mal machen. So. 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 Ja, hallo. Ah, da waren wir noch nicht. Okay. Dann springen wir mal in das System. So. Tja, so wäre das mitten im Wasser, ne? Okay, so, das ist also das System. Und da jumpen wir hin. Dann landen wir da mal. Landestelle fixiert. Runter mit uns. Yay. So, nehmen wir uns die. Kannst du fragen, was? Das kann ich entfernen, aber das nicht. Okay. Und? Verlassen wir das mal, ne? Dann schauen wir doch mal. Schon mal Stürme. Eine verlassene Fleischverarbeitungsanlage am Rand der besiedelten Systeme. Was hier wohl vor sich gegangen ist? Keine Ahnung, das Schiff ist nicht mehr so, was du meinst, ne? Da dürfen wir auch rein. Hallo? Okay. Da dürfen wir nicht rein. Schade. Leiche? Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Mhm. Du sagst nichts zu den, zur Leiche hier? Nein, gar nichts?
Hallo? Hier ist sehr viel Blut. Und hier war kürzlich wer. Hat aber alles an Ort und Stelle belassen. Also war schon einmal nicht die Crimson Fleet. Okay. Was das mit der Crimson Fleet zu tun haben soll? Ich nicht, aber gut. Mir dauert das Rezept in Nahrungs... Okay, danke. Oh. Entermesser. So neu. Ja, aber irgendwie... So, die Frage so, was ist hier passiert? Kennen wir uns nicht? Er wurde beim Essen gekillt. Sein Essen war noch warm. Kann man das so sagen? Ja, wir können ja mal mit was wir brauchen können, ne? So. Und so ein bisschen Leben regenerieren noch wollen, später mal. So. Was ist eigentlich über hier? Dixon-Sadon, zum Festschnallen. Die ganze Computerstation mitsamt der Crew einfach da reingenommen und dann weggeflogen oder was? Okay, tiefe Kratzer. Dann auf jeden Fall schon mal keine Piraten. Würde ich sagen. Das wird auch schon was. Also Xenomorphs, okay. Das Alien ist also real. Ist ganz schön abgestürzt, scheinbar. Entweder hat es mich doch heftiger erwischt, oder du hast ein großartiges Timing. Trotzdem weiß das Biest, glaube ich, dass du hier bist. Ebene 2, Hauptgebäude. Aber sei leise. Okay, machen wir eine Schnellspeicherung, würde ich sagen. Hier war kürzlich wer. Hat aber alles an Ort und Stelle belassen. Also war schon einmal nicht die Crimson Fleet. Kannst du jetzt mal die Klappe halten? Meine Güte. Wenn ich eine Fleischverarbeitungsanlage von innen sehe, überlege ich, ob ich nicht vielleicht Vegetarierin werden soll. Ja, ist jetzt die beste Gelegenheit, ne? Bei der Masse an Fleisch und so. Eine epische Pistole. Oh. So, ich hoffe, ich habe da das ein Ding direkt zerstört. Nein, kann man nicht gebrauchen. So. Ja. Da passt der rein, okay. Machen wir noch. Oh. Zwei. Ja, nee.
wir den schon mal? Mit den. Ne, der passt doch nicht. Der wahrscheinlich auch nicht, ne? So. Und so. Zack, und den letzten noch. Wahrscheinlich nicht schön passen wird, ne. Das war's nicht, ne? Ja, das sind gut. Haben wir jetzt das bekommen? Wo ich eine Fleischverarbeitungsanlage von innen sehe, überlege ich, ob ich vielleicht Vegetarierin werden soll. Da überlegt das mal. Na, könnte gut sein. Plötzlich wer? Aber alles an Ort und Stelle gelassen. Also war schon einmal nicht die Crimson Fleet. Neue Stadt erforderlich, okay. This is not a duel emergency. Oh Gott, hier hat eine blaue Waffe. Sehr schön. Dann gehen wir mal Richtung. Oh, es wurde hier ausgebrochen. Ein kleiner Safe nochmal, okay. Monster, so, wir können hier was abknallen. Ist ja gar nichts, weißt du? Hauptsache sind sehr viele Lagerkisten. Meister haben wir hier, okay. Uff, uff. Da.
hier vielleicht. Doch, was, ne? So. Der bietet sich, glaube ich, eher für sowas, ne? Ne, geht auch nicht auf. Transfer, den habe ich noch. So. Der passt nicht. So, da haben wir den. Und dann noch ein Wire mit 1 vielleicht. Haben wir da. So, zack. Zack. Und dann jetzt hier noch. Das passt nur zu. So, der kann da hin. Der kann da hin. Zack. Credits und okay. Und nicht wirklich viel, ne? So, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, die Frau hat gerade angerufen gehabt. Hoppala. So. Ich bräuchte mir ja 2, ne? Und dann heißt eigentlich die 2 einzelnen. Aber sonst auch keinen anderen, der passt, ne? Der ist ja viel zu groß. Und sonst haben wir auch keinen 2. Ja gut, wir haben 3 von den 1er. Von daher. Sollte das okay sein. So, dich können wir überall einsetzen wohl. So, da, dann brauche ich noch 2er und einen einzelnen so. Wie den da. Nee, das passt nicht. Der würde nur da passen. Da haben 2, da könnte der aber vielleicht mir helfen. Na, ja. Sieht doch gut aus. So, und dann noch den hier. Der passt da nicht hin. Der passt da hin. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 und 4 bräuchte ich noch. Den hier vielleicht. So. So, passt. Zack, zack, zack. Jo. Als Schussmagazin, nicht? Und 5 Schaden mehr als meine andere. Okay. Das Alien haben wir noch nicht gesehen. Wahrscheinlich kommt das Alien genau dann im Moment, wo wir sie rausholen wollen oder so. Ist ja hier. Hallo? Was auch nochmal Muni hier oder was? Scheinbar. Und da. Da ist noch ein Buch. Frankenstein. Die Entwickler sind möglichst so makaber. Cool. Herz plus, okay. Was ist das denn da? Eine Entfernung mit. Oh. Minen und so. Okay, einfach mal irgendwo gelagert. Notizbücher. Oh, nichts Interessantes, schade. Ja, dann. Warte, haben wir hier noch was Interessantes vielleicht? Jobprotokoll, okay, wir haben wieder Saft. Test, hallo. Okay. Ja. Langweilig. Ja, dann quatschen wir mit dir mal. Na, wen haben wir denn da? Zu sauber, um zu den Siedlern zu gehören. Oder zu den Piraten. Vielleicht eine UC-Patrouille? Sag bloß nicht, dass du zur Sturmtruppe gehörst. Vanguard. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin Hadrian. Ich war Forscherin bei den Colonies. Ich bin hier, weil es Gerüchte gab über... Naja, das Ergebnis hast du ja gesehen. Was von den Siedlern übrig ist,
Das Werk von Ozizio Machina, einem Terrormorph. Einer der fiesesten Aliens, dem die Menschheit je begegnet ist. Und dieser hier ist, naja, eine Anomalie. Wahrscheinlich eine besorgniserregende. Dass ein Terrormorph diese ganzen Schäden angerichtet hat. Ich habe ja schon Geschichten gehört, aber es selbst zu sehen? Absolut. Um meinen Verdacht hinsichtlich dieser Bestie zu bestätigen, brauche ich eine Gewebeprobe. Und um die zu bekommen, brauche ich ihren Kadaver. Also musst du töten. Aber wir können uns einen Vorteil gegenüber dem Ding verschaffen. Mit dem Sicherheitssystem der Anlage. Das Verwaltungsterminal ist in diesem Gebäude, aber seine Verbindung muss zurückgesetzt werden. Nur schafft das eine Person nicht allein. Wenn du im Sicherheitsaußenposten die Verbindung wiederherstellst, kriege ich alles wieder zum Laufen. Vielleicht haben die Siedler noch mehr zurückgelassen. Gut. Sobald die Verbindung zurückgesetzt ist, leite ich alles ein. Pass da draußen gut auf dich auf. Und lass genug von dem Ding übrig, damit wir unsere Probe nehmen können. Ich denke mal, sie wird sterben, oder? Sie scheint ja schon verletzt zu sein. Und da ist noch was. Ramen. Lecker. Wir haben jetzt ein bisschen was mitgenommen. Dann können wir uns mal ein bisschen was reinpfeifen, würde ich sagen, oder? Oh, hier. Lecker, lecker. Oh. Was haben wir denn noch hier? Oh, ja. Was links uns da wäre nett. So. Oh, das geht auch relativ fix. Okay. Ich wollte sagen, hier waren wir doch schon, oder? Ach, da muss ich schon. Okay. Jetzt nehmen, zurücksetzen. Automatische Verteidigung, Fehlerordnungssystem, offline. Materialien, Lebensmittel, blablabla. Okay. Verbindung hergestellt. Ich mach schnell. Die Türme haben was abgekriegt. Aber ich müsste ein paar davon für dich aktiviert kriegen. Bring das Ding dazu, dich zwischen den Gebäuden zu verfolgen. Dann führst du es direkt ins Kreuzfeuer. Hätte ich das doch nur eher gefunden. Siehst du die Sensoren in der Anlage? Die gehören zu einem Ortungssystem für Vieh. Damit müsstest du im Auge behalten können, wie nah der Terrormorph ist. Aber es ist nicht verbunden. Nebenan müsste es ein Terminal geben. Stell es auf 183,5 ein. Okay. Was war es? 183,5, ne? So. Alles im grünen Bereich. Was ist das für ein Geräusch? Mist. Halt. Geh sofort in Deckung. Er hat sich in Bewegung gesetzt. Okay. Was ist das? Oh, da. Yo. Ich an deiner Stelle würde ihn nicht direkt angreifen. Die Türme brauchen noch Energie. Auf den Gebäuden gibt es Unterbrecher. Betätige sie, um die Dinger in Betrieb zu nehmen. Danach musst du den Terrormorph in Richtung der Lichter locken und das Feuerwerk genießen. Ich zeig's ihm, Vanguard. Was ist er denn? Gesehen, wo er ist. Wenn ich ehrlich bin, aber gut. Ja.
Dieses Ping nervt. Aktivierung fehlgeschlagen. Zusätzliche Energie benötigt. Okay. Das klang jetzt nicht gut. Was haben wir denn noch so für Waffen, ne? Den Block. Ja. Okay. Na komm. Die Toten gerecht. Ist viel erledigt. So. Zack. Da wird noch Blut werden, oder? Jawohl. Credits. Ah, das ist okay, okay. Keine Anzeige. Entweder versteckt er sich. Oder du hast es geschafft? Ja. Oh, Himmel, du hast einem Terrormorph den Garaus gemacht. Bitteschön. Klar, alles erledigt. Kein großes Ding. Du hast nicht zufällig eine Gewebeprobe genommen? Doch, hier, bitte so. Gut. Unten habe ich ein Mikroskop gesehen. Schauen wir, ob wir der Sache auf den Grund gehen können. Jetzt kommt das im Titus wieder nochmal raus, oder was? Na gut. Dann schauen wir doch mal. Hast du gerade unten gesagt? Du gehst nach oben. Ich habe das Gefühl, dass sie auch nicht so ganz koscher ist. Oder? Wo läufst du hin? Hast du was von unten erzählt und warst du oben, wo nichts ist? Wahrscheinlich sollte es eigentlich viel früher hier sein, ne? Denke ich jetzt einfach mal, deswegen war der auch ein bisschen leichter. Was da? Ein Mikroskop. Das soll ein Mikroskop sein? Das ist eine Forschungsanlage, aber okay. Älteres Modell. Mal sehen. Ihre Grunddiagnose durch? Nichts. Vielleicht ein Scan? Nein. Spektrograph. Was macht sie da? Die Ausrüstung eignet sich nicht für eine richtige Analyse. Aber dass der Terrormorph ausgerechnet hier ist, ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum? Bei den Reisen der Menschen haben sich viele Kreaturen ausgebreitet. Haustiere, Vieh, Schädlinge. Aber Terrormorphs sind was anderes. Die hat offenbar noch niemand absichtlich verbreitet. Aber trotzdem folgen sie uns. Wenn Menschen eine Welt besiedeln, tauchen 70 bis 100 Jahre später Terrormorphs oft einfach auf. Aber niemand weiß warum. Gefährlich, aber wenigstens vorhersehbar. Tau Ceti ist aber zu jung für eine Population. Er wurde erst vor 20 Jahren oder so kolonisiert. Aber die andere Option, dass jemand eines der tödlichsten Raubtiere in der Galaxie gefangen hat, um einfach nur ein paar harmlose Siedler auszulöschen, klingt nicht gerade plausibel. Ja, habt ihr wohl jemanden zum Schatz beigepisst? Das heißt, wir haben es mit einem äußerst seltsamen Mord oder einem schnelleren Terrormorph-Wachstum zu tun, das katastrophale Folgen haben könnte. Durch Terrormorph-Ausbrüche wurden schon viel größere Kolonien vernichtet. Ja, was machen wir jetzt? Ganz sicher. Das muss es. Wir müssen sie nur finden. Ich hatte Zugang zu einem der besten Archive der Terrormorph-Forschung in der Galaxie. Da
Das wäre ein logischer Ausgangspunkt für eine Suche, wenn ich herausfinde, wie man reinkommt. Aber wir müssen diese Probe auch genau analysieren, um zu erfahren, wie viel Sorgen wir uns machen sollten. Zum Glück kenne ich wahrscheinlich jemanden, der uns helfen kann. Würdest du ihm die Probe von mir bringen? Ich würde es ja selbst machen, müsste dafür aber einige Gefallen einfordern, um auf Terrormorph-Daten zuzugreifen. Und vielleicht auch kurz im Krankenhaus vorbeisehen. Klär das erstmal, falls nötig, mit deinem Commander. Du kannst auch das hier vorzeigen. Meine Genmarke. Sag, Hadrian Sanon ist besorgt, dass weitere Angriffe bevorstehen könnten. Mein Name dürfte bekannt sein. Ich bin Commander zu 1, Wedding. So. Ach, du weißt gar nicht, was für eine Last du mir damit genommen hast. Dr. Percival Walker muss eine Analyse der Probe durchführen. Und zwar eine komplette. Er wird wissen, was das heißt. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich habe gehört, dass er für die Handelsaufsicht auf dem Mars arbeitet. In Cydonia haben Freunde eine Bar namens The Sixth Circle. Wenn alles erledigt ist, treffe ich mich da mit Percival und dir. Und hier, es ist nicht viel, aber du hast es dir verdient. Dürfte zumindest die Treibstoffkosten zum Mars abdecken. Ich hab dir das Leben gehört. Melde dich jetzt bitte bei deinem Commander. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. 1800 Geld, wow. Commander Tula, wir sollen dich nochmal besuchen. Ah, ich guck mal eben schon hier ein bisschen durch. Würde ich sagen, guck mal, da haben wir auch noch was. Eine Schrotflinte. Nett. Jetzt ist ja eh hier keine Gefahr mehr. Scheinbar. Hier waren wir ja schon, ne? Wo ich eine Fleischverarbeitungsanlage von innen sehe, überlege ich, ob ich nicht vielleicht Vegetarierin werden soll. Schön, wir können das für noch hier. Oh, da ist schade. Hat er den Terrormorph sich die ganze Zeit hier versteckt gehabt? Dass wir den nicht finden können? Aha. Aha. Guck mal, finden wir noch ein bisschen was zum Zeug. Sehr schön. So. Noch irgendwas, was wir finden wollen. Hier waren wir noch nicht dran, scheinbar. Nee. Ja, da haben wir am Schluss das Problem, dass wir sie finden und sie ist tot. Wenn da noch ein Terrormorph hier rumläuft oder so. Und halt eben nur wirklich eine Population hier stattfindet und einfach der Planet terramorphiziert wurde. Kann man das so sagen? Ah, das hat nicht gepasst. Willst du unbedingt sterben? Ja, Knöchel gebrochen. Passiert schon mal, ne? Hier waren wir auch scheinbar schon. Oder auch nicht. Die ganze Zeit kann ich nicht gebrauchen, was? Das ist da aber. Okay. Duct Tape. Oh, Essen. Ein Bier. Ja, was, warum kommt die nicht mit uns? Wir könnten sie mal eben mitnehmen und dann sagen, jo, hey, auf Rückflug nehmen wir halt. Kriegst du halt eben Dings zum Zeug, kriegst du halt noch einen Flug von uns. Kriegst einen Flug von uns und meine ich, bringen wir halt hier noch was mit. 600 Meter in der Richtung ist nämlich noch was. Aber ich meine, diese Wülste hier sind ja wohl nicht normal, oder? Oder? Sind die auf diesem Planeten normal? Ich weiß es nicht. Die Pflanze da oben sieht eigentlich sehr nach Scan-Misch aus, oder? Ja, ist ja gut. Sag ich ja. Na komm schon. So. Scan-Mischpflanze wurde gescannt. Ist erfolgreich.
Ach, guck mal. Nee. Aber... Da sind auch noch welche. Wasser. Ne, das ist so nehmen. Okay. So. Ja, normaler Tag, ne? Aber so viel zu, es gibt so viele unterschiedliche Viecher. Ja. Irgendwie nicht, ne? Oh, hi. Jetzt auch wieder solche Viecher, toll. Da ist natürlich Schluss drauf. So, die habe ich jetzt schon gescannt oder was? Als der Terramorph alles umbringen würde. Aha. Na, die haben auf jeden Fall gegeneinander gekämpft hier scheinbar. Ein netter Planet hier scheinbar. So sehen die also von innen aus. Ja, ich würde gerne hoch, aber sie will nicht klettern. Nein, ich will immer noch nicht. Fucking nochmal. Da sind noch folgende Pflanzen. Sind das? 25. Okay, noch ein Baum. Eieiei. Ei. Oh. Oh, ich scanne erstmal ein bisschen die Bäume hier. Ja, ihr könnt euch ja gern bekriegen. Währenddessen bin ich hier am Kunden. Ne, ich bin ganz lieb und nett und der Kunde einfach nur. Anscheinend. Was bist du denn? What the fuck ist das? Eierrücken. Ekelhaft. Ja, ich glaube, wir haben alle Tiere entdeckt. Hier. Aber immer das Schöne ist ja, dass wirklich. Schon widerlich, ne? Ja, Rücken. Was
für ein Name, ey. Ich glaube, wir gerade nur die Pflanzen nach. Die Pflanzen nochmal haben wir irgendwann hoffentlich. So, die haben wir allerdings gern. Dann haben wir hier noch so einen auch noch. Aber. Ich würde da gerne noch mal hoch. Ey. So. Zack. So. Zack. Sehr schön. Jetzt sind die Viecher, okay. 900 Meter ist da irgendwas, okay. Ach ja, so, ich glaube, aber ich muss auch langsam mal Schluss machen, ne? Ich glaube, die Folge wird sonst zu lang, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Weiß nicht, ob ich euch schon weiter mitnehme oder ob ich das jetzt offscreen mache, dann halt eben schnell. Okay, den haben wir jetzt noch geschafft. Ah, den haben wir leider nicht geschafft. Eisen, Eisen, den kriegen wir aber noch hin hier. Auf jeden Fall. Irgendwelche Signale? Nee, aber jede Menge Pflänzchen, die ich gerne hätte. So, und dann in der Richtung war auch noch einer. Da vorne. Was sag ich hier? Wenn ich einen Stein hängen bleiben würde. So, haben wir den auch. So, fehlt noch eine Pflanze. Dann haben wir die erledigt. So. Wir müssen halt noch ein paar von den Viechern hier wegputzeln. Erledigt. Oh. Dankeschön. Dann haben wir davon auch schon 50%. Sehr nice. Liegt es am Ende wahrscheinlich wieder nur an diesen blöden Käfern. Und guck mal, da haben wir sogar die auch noch hier. Sehr schön. Oben. Pflanzen haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Das ist eine Horde. Und den. Eieiei. Ja, Ressourcen brauchen wir noch. Auf jeden Fall. Was wird das? Ach, diesen leben mit denen zusammen oder was? Wohl her. Muss jetzt wohl her. So. Oder Eier, Brüter, du. Ha! Du bist lächerlich. Genau. So. Okay, die hat auch nicht gelegt hier. Und ist immer noch gut dabei scheinbar. Okay. So, ja, die komischen Käfer. Die werden wahrscheinlich wieder extrem nervig sein. Eierbrüller und die Panzerviecher sind die anderen dann. Ja. Dann geht das ja auf. Da müssen noch eine. Was rauszufinden.
das Schiff aus und blaue Pumpe. Da schon mal was. Dass ich hier einfach alles immer gegenseitig umbringen muss, ne? Naja, Vorteil für mich. Nichts! Nichts! Okay. Wem bist du beschäftigt? Ja, ich bin. Irgendwie hoch. Gegen wen kämpfst du denn, Mädchen? Wüsste ich gerne mal. Wir wissen aber auch, dass die Terramars nicht zur Population dieses Planeten gehören. Argon haben wir schon. Ne, ich würde den hier raus. Das Argon gerne einfach mitnehmen. So. Käfer haben wir keine Männer gesehen. Leider. So, wir sind dann jetzt schon da. Dann pack ich das halt noch mit in die Folge rein. Ist die Folge wieder ein bisschen länger. So. Auch schon erledigt. Sehr schön. Und dann lootet ich gerne noch. Bin noch das Eierköpfler. Die da. Sind aber scheinbar schon tot. Hallo? Oh cool, dann sind wir die auch fertig. So. Zack. Ja, fehlen uns jetzt noch die Käfer. Und die einzelnen Sachen hier. Da ist der Hügel jetzt was Besonderes hier. Muss ich mal scannen oder so? Ich weiß es nicht. Ich sehe zumindest nichts, was ich scannen könnte. Den könnte ich scannen, ne? Der Misthaufen nicht, ne? Der Misthaufen ist einfach nur ein Misthaufen, okay. Schade, na gut. Ja, dann schaue ich mich mal weiter auf dem Planeten nach um, ne? Und dann sehen wir uns, sag ich mal, in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Also, haut rein. Ciao, ciao.